Sechszylinder Boxermotor, 420 PS, 420 Newtonmeter, ein richtiger Traum. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Weg zum Autofotografen. So, wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 6.45 Uhr schon. Ich bin so seit einer Dreiviertelstunde ungefähr hier an meiner Location. Ich habe jetzt hier gerade die ganzen eher soundlastigen Aufnahmen gemacht. Hier ist gerade auch mega schön. Sonnenaufgang. Und da ist das Auto. Ich befestige jetzt alles, damit ich Fahraufnahmen machen kann. Kamera von außen. Ja, mit einer eine wilde Nummer mal wieder. Also ich habe mir das hier auch ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass hier wenig bis gar nichts los ist. Wie man aber sehen kann und hören kann vor allem, ist hier doch einiges los. Hier befestigt. Das ist übrigens so ein neues System, was ich hier gerade ausprobiere. Bis jetzt gut. Ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Sonst wäre ziemlich doof. Aber wird schon, ne? So, dann kommen wir mal bei dem Fahrzeug auch zum klassischen Ausstattungssetup. Also, der GT4 hier ist relativ basic ausgestattet, hat nicht das Clubsportpaket, dementsprechend hat er auch nicht die 918 Sitze, hat keinen Bügel drin, er hat keinen Lift, er hat die normale Stahlbremse, Farbe ist Arctic Grey, finde ich übrigens sehr cool, gerade in Verbindung mit den Felgen. Also, wenn man sich selber so ein Auto holen würde, ich weiß nicht, ich bin immer gerne der Fan von irgendwelchen ausgefalleneren Farben bei einem GT-Fahrzeug. Miami Blue bin ich ein großer Fan von, finde ich sehr cool. Dann haben wir leider auch nicht die, heißen die auch Matrix-LED, so wie bei Audi-Scheinwerfer irgendwas. Die ganz krassen Scheinwerfer mit diesen vier Punkten dort vorne, ja, die hat er jetzt leider nicht. Ist aber nicht schlimm, der hat quasi als Tagverlicht diese Streifen unten. Ist jetzt bildermäßig, ja, ist jetzt nicht, dass das ein Highlight ist oder sowas, aber ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache LED, ne? Weil ich bin ja da immer, sobald irgendwas nicht in LED ist, dann finde ich das immer schon nicht so cool. Bei den Rücklöchern ist ganz cool, der hat diese zwei LED-Streifen, ja, der Diffusor und sowas, das hatte alles halt schon mal eine sehr, sehr geile Optik. Genau, im Innenraum haben wir die gelbe 12 Uhr Markierung, die leider schon ein bisschen schmutzig ist, aber passt schon. Genau, dann haben wir hier überall, das ist das Race Tags. Ja. Mal Sportsitze. Genau, die Rückenlehne ist elektrisch verstellbar, der Rest ist manuell verstellbar. Genau. Das Lenkrad. Das ist ein Lenkrad. Und ich habe mir hier eine Location ausgesucht. So ein bisschen, das ist so ein Reitclub, Reitverein. Ja, irgendwie sowas hier. Und ich dachte mir, das hier hat so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Porsche-Ursprungs-Vibe, sage ich jetzt mal so, im Entferntesten auf jeden Fall. Und da dachte ich mir einfach nicht, auch mit dem Grünzeug da dran, das passt ganz gut irgendwie mit dem Wagen. Genau, ich mache mich jetzt auf zur nächsten Location und
das war's. Ist das eine Möwe, Alter? Es waren erst ein bisschen über 6.000 und das Ding macht 8. Holy shit. Holy shit. Also ich muss echt sagen, das ist das erste Auto, bei dem es mir schwerfällt, die ganze Zeit Pause zu machen, um Fotos zu machen. Bei dem Auto macht es so viel mehr Spaß zu fahren, aber es macht auch sehr viel Spaß, diese Aufnahmen zu machen. Geil. Geil. Mega. Ich habe jetzt hier nochmal eine ganz besondere Location gefunden. Ich denke, hier kommt so eine gewisse Magie rüber. Ich weiß nicht. Oh, ist das schön. Ist das schön. So, das soll es dann mit dieser Folge von meinem Weg zum Autofotograf gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe auf jeden Fall dieses Mal das irgendwie ganz anders gemacht als sonst immer. Viel mehr Instagram-fähigen Content direkt so produziert, direkt hochkant produziert. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, ein Abo und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.